Das ist die letzte Kiste mit übrig gebliebenem Kram von uns. Und, was meint ihr? Oh mein Gott, ach du Scheiße. Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Ist dann wieder Platz für Neues. Was meinst du denn? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Anzeigen. Und auf Wiedersehen, es geht nämlich heute um das Thema Abschied nehmen. Also manchmal schmerzliche, wenn auch notwendige Trennungen. Von Gegenständen. Oder Personen. Jeder Umzug birgt große Herausforderungen, wie zum Beispiel das Packen. Oder noch schlimmer, das Auspacken. Könnt ihr euch noch erinnern? Aber es ist Hoffnung in Sicht. Irgendwann ist der Moment gekommen, an dem man angekommen ist. Man hat alle Kartons ausgepackt und den Inhalt irgendwo in der Wohnung verteilt. Bis auf diesen einen einzigen Karton, den man einfach nicht schafft zu leeren. Bei mir steht er im Keller, hinten rechts. So Jungs, es ist soweit. Das ist die letzte Kiste mit übrig gebliebenem Kram von uns. Das Nirvana vergessener Sachen sozusagen. Und? Ja, die packen wir jetzt aus. Und warum? Because I say so. Das hat sich doch perfekt angepasst. Kannst du mir mal kurz den Senf geben? Danke. Good old times. Das Gute an der Vergangenheit, dass sie vorbei ist. Das Zeug setzt sich deswegen so hartnäckig in dieser letzten Umzugskiste fest, weil selbst wenn man sie auspacken würde, hätte man keine Ahnung, was man damit machen soll. Was steckt denn bei euch in dieser letzten Umzugskiste? Schreibt's mal in die Kommentare. Hä, was ist das für ein Schmarrn? Quatsch, absolute Platzverschwendung ist das. Überhaupt nicht, das ist total schön. Es geht doch nichts über Impulsiveinkäufe. Impulsiv. Kopflos. Ich kann nicht anders, wenn da ein Prozentzeichen draufsteht. Unüberlegt. Es hat einfach nach mir gerufen. Hanna. Unbedacht. Hanna. Hanna, du hast einen eigenen Eintrag im Duden. Plötzlich entdeckt man Dinge, die man schon lange vergessen hat. Dinge, die einen in die Vergangenheit versetzen. Dinge, die einen in Erinnerung schwelgen lassen. Dinge, die einen so richtig schön emotional machen. Dinge, die die anderen einfach nicht nachvollziehen können. Also ich brauche auf jeden Fall alles hiervon. Das ist alt, neu, gebraucht, neu, nicht gebraucht. Das ist das Sinnloseste, was ich je gesehen habe, Mann. Dein Duden ist sinnlos. Genauso wie Hannas Muttergeschmack. Weißt du, was sinnlos ist? Das ist eine sinnlose Ansammlung sinnloser Sachen. Ich glaube, dieses ganze Gespräch ist sinnlos. Du bist sinnlos. Wenn hier jemand sinnlos ist, dann seid das ihr beide. Warum sollte man alles doppelt brauchen? Ich check's nicht. Ich check's immer nicht. Hallo? Zwillingseltern würden auch nicht ihr Kind abgeben, nur weil sie jetzt eins doppelt haben. Erstens, mehr ist immer mehr und mehr ist immer besser. Nein. Und zweitens, haben diese doppelten Gegenstände die Fähigkeit, mich in die Vergangenheit zurückzuversetzen, weil es für euch nur sinnlosen Kram darstellen mag, muss es nicht unbedingt sein. Bring's auf den Punkt. Das hier ist neu und das hier ist eine Erinnerung. Das ist eine Kassette. Und das hier ist ebenfalls neu und das hier ist ebenfalls eine Erinnerung. Auch eine Kassette. Und das hier ist aus 2017, während das hier ein Relikt aus den 90ern ist. Ja, Minigolf 93, Diskette 1 von 47. Yo, yo, yo. Also er hat einfach alles einmal in der antiken und in der modernen Ausführung? Nein. Also das verstehst du komplett falsch. Okay. Antik und modern? Nein. Ich nenne das Kindheitserinnerungen. Zurückreisen in die Vergangenheit. Ja, nee, ist klar. Zeitreise. Z. Wie zwanghaftes Sammeln. Eine Trennung kann ziemlich schmerzhaft sein. Man lässt ein Stück seiner Vergangenheit hinter sich. Aber es hat auch Positives. Man kann zum Beispiel mit alten Glaubenssätzen brechen, die schon längst nicht mehr aktuell sind. Ich habe ihn nie zu Ende gelesen. Digga, wieso eigentlich ein Wörterbuch? Digga, ein Wörterbuch ist wie ein Lehrer für mich, ja? Mein ganzes Leben schon, weiß ich nicht, wie wird S geschrieben und dann schaue ich im Wörterbuch nach und S-E-S, da steht es. Dieses Buch liefert Antworten zu allen Wörtern auf der ganzen Welt. Aber wenn man es mal von A bis Z durch hat, dann war es das einfach. Vorbei. Oh, ganz große Philosophie. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Trennung ist der des Sortierens. Wenn man etwas nicht mehr G braucht, dann sollte man sich vermutlich auch eingestehen, dass man es auch wirklich nicht mehr braucht. Und der beste Weg, andere glücklich zu machen, ist doch immer noch etwas zu verschenken. Verschenken. Anders wird sie die Klamotten eh nicht los. Man weiß doch nie, wofür man sich ausgefallenen Outfits mal braucht. Pff, absolut. Fasching. Und, was meint ihr? Süß, oder? Ja, schon, aber bist du nicht vielleicht ein kleines bisschen rausgewachsen? Ein kleines bisschen rausgewachsen. Eindeutig, oder? Er hat gesagt, ich sei dick. Also schön. Aber das ist doch geil, oder? Weiter. Weiter. Findet ihr das? Ich kann nichts mehr sehen. Boah, jetzt übertreib mal nicht. Ich helfe dir.
mein Gott, ach du Scheiße, ist das hässlich. Gott, und dann auch noch dieser Rock dazu. Oh. Wenn man sich entschieden hat, sich hier endlich von Dingen zu trennen, dann empfiehlt sich eine simple, aber geniale Methode. Jetzt wird knallhart differenziert. Was kann weg und was darf bleiben? Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von den alten Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Die du nicht mehr brauchst. Goodbye, Videokassette. Auf Wiedersehen, Bandsalat. Auf Wiedersehen, Ultra-High-Speed-SD-Karte mit 128 GB. Hä? Disketten kommen wieder. Ich weiß es. Stellt euch doch mal die Frage, wie lange ihr den Gegenstand eigentlich schon nicht mehr benutzt habt. Und wenn die letzte Benutzung ein Jahr oder sogar länger zurückliegt, dann ist es vielleicht Zeit, sich von diesem Gegenstand zu trennen. Vor allem bei Kleidung hilft es, Platz für Neues zu schaffen. Ich spreche aus Erfahrung. Mache ich regelmäßig. Hannas Kleidung ist wie die Titanic. Untragbar. Du bist dran, Hanna. Okay. Taucht hoffentlich nie wieder auf. Danke, Jungs. Super, klasse, top. Okay, Nils, jetzt bist du dran. Du schaffst das. Was? Nein! Ich schmeiß doch nicht mein Wörterbuch weg. Bist du fertig? Ich hab's noch nicht mal fertig gelesen. Wieso hast du es nicht zu Ende gelesen? Ja, weil ich hab ein bisschen Angst vorm letzten Wort und dass mich das Ende enttäuscht. Ja. Zytotoxizität. Da hast du es. Oh Mann! Ich wusste, es ist ein doofes Wort. Als Kind dachte ich immer, Cyankali wäre das letzte Wort. Meine Kindheit ist jetzt offiziell vorbei. Danke, Hanna. Kein Ding. Jetzt kannst du alles aus dem Kann-Weg-Karton auf eBay Kleinanzeigen stellen. Vorher solltest du dir aber überlegen, was und wie viel du dafür haben möchtest. Dabei helfen Vergleiche mit gleichen oder ähnlichen Artikeln. Wichtig ist, dass man den Wert der Sachen nicht überschätzt, weil sonst bleibt man vermutlich ewig darauf sitzen. Dazu könnt ihr euch auch unser Sachenkunde-Video anschauen, da gibt's noch ein bisschen mehr dazu. Meine Sachen haben definitiv einen unsagbaren Wert, der kaum zu bezahlen ist. Eine VHS, eine MC und eine SD-Karte? Ernsthaft? Ganz recht, Hanna, du vergisst. MC ist die römische Zahl für 1100. Das multipliziert mit der Anzahl an Gegenständen, die ich verkaufe, sind wir bei 3300. Bringt das uns zum Nokia 3300. Dieses wurde in seinem Erscheinungsjahr für 249 Euro verkauft. Das heißt, ich kann meine Sachen einfach für 249 Euro loswerden. Du willst doch nicht dein Zeug für 249 Euro verkaufen, oder? Simon leidet unter dem nostalgischen Wertsyndrom. Also, wenn er Glück hat, findet er überhaupt jemand, der seine Sachen nimmt. Ich verstehe, Simon. Ich würde meine Sachen auch nicht unter Wert verkaufen. 30 Euro pro Kleidungsstück. Was? Verkaufst du dich mit oder wie rechtfertigst du den Preis? 5 Euro? Schon besser, ja. Jetzt nimmst du mal ungefähr so 5 Euro runter, dann passt die Sache. Ja, dann machst du auf jeden Fall jemanden sehr glücklich. Okay. Nils, was ist dein Preis? Ich verschenk's. Sich von etwas zu trennen oder etwas zu beenden, muss nicht zwangsläufig negativ sein. Im Gegenteil, man macht Platz für was Neues und kann gleichzeitig jemand anderen glücklich machen. Und, war das jetzt so schlimm, dass wir die Kiste geleert haben? Hm. Oh, kommt, Jungs, jetzt haben wir wieder Platz für Neues. Was meinst du damit? Warst du etwa shoppen wieder, Anna? Warst du wieder shoppen? Als ob Nils so viel besser wäre. Rate mal, was er sich zugelegt hat. Nachdem ich vom letzten Wort so enttäuscht war, habe ich mir erstmal den Film zum Buch geholt. Heute, Leute, ist der Tag, wo ihr den absoluten Hauptpreis gewinnen könnt. Und zwar... ein Abonnement. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und hier geht's zu einem letzten Video auch ein guter Gewinn. Und hier geht's noch zu einem letzten Video. Lasst ein Abo da. Okay, tschüss.